Herzlich willkommen zur Senderei Lichtblick, heute wieder aus Israel. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Er hat eine interessante Lebensgeschichte. Er war auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und war in 6 verschiedenen Religionen. Aber hören Sie selbst, er hat auch erkannt, dass im Buddhismus und im Hinduismus nicht die Antwort ist. Sind Sie gespannt auf das nun folgende Interview? Dürfte ich Sie bitten, sich selbst vorzustellen? May I ask you to introduce yourself? Many blessings to you. My name is Captain Milton Alvarez. Mein Name ist Kapitän Milton Alvarez. I used to be a captain of cruise ships and also a doctor of divinity. Ich war auch schon Kapitän von einem Kreuzfahrtschiff und auch ein Arzt. I live in Vancouver, Washington. Ich lebe in Vancouver, Washington. I was born in New York City. Ich bin in New York geboren. I lived in Puerto Rico. Ich habe auch in Puerto Rico gewohnt. And I live also in Den Haag, Holland. And ich habe auch in Dänemark, in Holland gelebt. And Paris, France. Und auch in Paris habe ich schon gelebt. Did you search for a meaning of life? War er auf der Suche nach dem Sinn des Lebens? I've been searching for God all of my life. Ich habe mein ganzes Leben Gott gesucht. I've been through 7 different religions. Ich habe 7 verschiedene Religionen ausprobiert. I was a Hindu, a Buddhist. Ich war ein Hindu und ein Buddhist. I was a Muslim. Ich war ein Moslem. I was into Voodoo. Ich war auch in Voodoo. I was into many, many religions. Ich war in vielen Religionen. May I ask you why Hinduism and Buddhism doesn't give you an answer? Ich habe ihn gefragt, warum Buddhismus und Hinduismus die Antwort nicht gibt. Well, they don't have the answers to eternal life. Im Buddhismus und im Hinduismus gibt es keine Antwort auf das ewige Leben. As a Buddhist, I was in many far eastern countries. Ich war als Buddhist in vielen fernöstlichen Ländern. I was a Hindu priest in Malaysia. Ich war ein hinduistischer Priester in Malaysia. I was in a temple. Ich war in einem Tempel. And then I was a Muslim in Saudi Arabia. Und in Saudi-Arabien war ich ein Muslim. And why did Hinduism and Buddhism did not give you the answer? Because many, many people are now searching in Buddhism and think this is the answer. Warum hat der Buddhismus ihm nicht geholfen? Viele Menschen sind Buddhisten und suchen nach der Antwort. Well, in America we have a saying that everything like Buddhism and Hinduism is a quick fix. Aha, in Amerika sagen wir, Buddhismus ist eine schnelle Erfahrung. So what happens is that you're allowed to sin and get away with it in a lot of these religions. Aha, dir wird erlaubt zu sündigen in diesen Religionen. So when I came to Christianity, als ich zum Glauben an Jesus Christus kam, I felt the burden of being rightful to God. Da habe ich die Last gespürt, dass ich vor Gott gerecht sein muss. To do things right. Die Dinge richtig zu tun. To treat people the way I like to be treated. Um die Menschen so zu behandeln, wie ich gerne von ihnen behandelt werden möchte. The Bible says freely receive, freely give. Die Bibel sagt, du hast es frei empfangen, du sollst auch frei geben. So everything you give, you will receive. Alles, was du gibst, wirst du einmal wieder empfangen. And everything you receive, you will give. Und auch was du empfängst, das wirst du wieder geben. And that's an eternal promise in the Bible. Das ist eine ewige Zusage in der Bibel. And the beauty is, I never read the Bible. Und ich habe die Bibel noch nie gelesen. Now or before? Before. Also vorher hat er die Bibel nicht gelesen. I read the Bhagavad Gita. Er hat das gelesen. I read the book of Moroni. Und das Buch von the Buddhist teachings. Und ich habe die buddhistischen Lehren gelesen. Ich habe den Koran studiert. So I never knew what the Bible said. Ich wusste gar nicht, was die Bibel sagt. So when I came to Jesus, I read the Bible for the first time. Als ich Jesus annahm, habe ich die Bibel zum ersten Mal gelesen. And that was 33 years ago. Und das war schon vor 33 Jahren. I had been brought up a Catholic.
Ich bin als Katholik aufgewachsen. But I never went to church. Aber ich bin nie zur Kirche gegangen. I never had the fear of God. Ich hatte nie Ehrfurcht vor Gott. But I know now who God is. Aber jetzt weiß ich, wer Gott ist. And who I will be with forever. Und ich weiß ganz sicher, dass ich mit ihm sein werde für ewig. So I have no fear of dying now. Deshalb habe ich keine Angst zu sterben. To be absent from the body. Wenn ich meinen Körper verlasse, I'll be with God forever. Werde ich mit Gott sein für immer. How did it happen? What happened was that I was raised in the underworld. Ich war im Untergrund. Yes, I used to smuggle all over the world. Ich habe viel Dinge geschmuggelt über die ganze Welt. From Russia to Saudi Arabia. Nach Saudi-Arabien. Colombia, Malaysia. Nach Kolumbien, Malaysia. And I lived a crazy life. Er hat wirklich ein verrücktes Leben geführt. I've been in 4 assassination attempts. 4-mal hat man versucht, ihn umzubringen. I had contacts with the mafia. Ich hatte auch Kontakt zur Mafia. But God protected me all these times. Aber Gott hat mich immer bewahrt. And in 1986, und 1986, I had the greatest encounter of my life. Da hatte ich die größte Begegnung in meinem Leben. Where I met Jesus, who I did not believe in person. Da habe ich Jesus kennengelernt. And I've been serving God now for 33 years faithfully. Und jetzt diene ich Gott schon 33 Jahre. And how did it happen that you found Christ? Wie ist es geschehen, dass er Christus gefunden hat? Well, very unusual. Sehr ungewöhnlich. Because 6 months before I accepted Jesus. 6 Monate bevor ich Jesus angenommen habe. I had Christians from all over the world telling me about Jesus. Von der ganzen Welt haben mir Menschen von Jesus erzählt, 6 Monate vorher. And I used to tell them, you're all crazy. Und ich habe gesagt, ihr seid alle verrückt. You're fanatics. Ihr seid einfach nur fanatisch. But in 1986, aber 1986, I was studying to be a pilot in Florida. Ich habe damals eine Pilotenausbildung begonnen. In the United States. In USA. And I went to commit suicide. Ich wollte mich eigentlich umbringen. I was planning to kill myself. Ich habe geplant, mich umzubringen. And when I turned on the television before I committed suicide. Und als ich den Fernseher einschaltete, bevor ich mich umbringen wollte, I had a preacher from Puerto Rico. War da ein Prediger von Puerto Rico zu sehen. His name is Nicky Cruz. Sein Name ist Nicky Cruz. He wrote a book called The Cross and the Switchblade. Er hat ein Buch geschrieben, Das Kreuz und die Messerhelden. He was the baddest gang leader in New York history. Und er war ein ganz schlimmer Bandenleiter in New York. He killed many, many people. Er hat viele Menschen umgebracht. And then he met Jesus. Und dann hat er Jesus getroffen. And he became a believer. Und dann wurde er ein Gläubiger. So when I went to commit suicide, als ich mich umbringen wollte, I turned on the TV, habe ich den Fernseher eingeschaltet. And I got Nicky Cruz telling my whole life story. Und Nicky Cruz hat mir eigentlich meine ganze Lebensgeschichte erzählt. He told me that Jesus loved me. Und er hat zu mir gesagt, Jesus Christus hat dich lieb. And that God had a plan for my life. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. But I was tired. Aber ich war so müde. I've been all over the world. Ich war auf der ganzen Welt. 70 nations. In 70 Nationen war ich schon. I lived a sinful life. Ich habe ein Leben voller Sünde gelebt. Gambling, drugs, alcohol. Und ich habe also gespielt und Drogen genommen und Alkohol getrunken. I used to smoke 3 packs of cigarettes a day. Ich habe 3 Packungen Zigaretten geraucht. Jeden Tag. I was very nervous because I always thought they were trying to kill me. Ich war ziemlich nervös, weil ich immer Verfolgungsängste hatte und dachte, sie wollen mich umbringen. So the most unusual thing was, das Ungewöhnlichste war, that when I was looking at the channel, als ich auf den Kanal schaute, I didn't want to hear the message he was saying. Da wollte ich diese Botschaft nicht hören. So I changed the channel 84 times. Ich habe den Kanal 84 Mal verändert.
And 84 times I got Nikki Cruz. Und 84 Mal war Nikki Cruz dran. It was a tremendous miracle. Das war ein riesengroßes Wunder. And that showed me how much God loved me. Und das zeigte mir wirklich, wie sehr Gott mich liebte. And how much he cared for me. Und wie sehr er für mich sorgt. In the book of Jeremiah, im Buch von Jeremia, 31:3, Jeremia 31, Vers 3, the word of God says he loves us with an everlasting love. Da sagt Gottes Wort, er liebt dich mit einer übernatürlichen, ewigen Liebe. So I knew in that moment how much God loved me. Und in diesem Moment habe ich gespürt, wie sehr mich Gott liebt. But it didn't stop there. Aber es hat da nicht aufgehört. Because I had changed all the channels. Ich habe all diese Kanäle gewechselt. And every channel was Nikki Cruz. Und in jedem Kanal war Nikki Cruz. And then I heard a voice said, turn the TV off. Und dann hörte ich eine Stimme, schalte deinen Fernseher and aus. Kill yourself. Und dann töte dich. So I turned the TV off. Und dann habe ich den Fernseher ausgeschaltet. I was walking out my house. Und ich bin aus dem Haus rausgegangen. To go commit suicide. Und ich wollte mich ja umbringen. The TV came back on. Aber dann ist der Fernsehapparat von allein wieder angegangen. No electricity. Da war keine Elektrizität da. Es wurde, war nicht eingeschaltet. And Nikki pointed his finger again. Und dann hat Nikki Cruz wieder seinen Finger zu mir gerichtet. And he told me that Jesus loves me. Und er hat wieder gesagt, Jesus Christus liebt dich. And that he had a plan for my life. Und dass er einen wunderbaren Plan für sein Leben hat. And out of all the religions that I had gone through, und ich habe ja so viele Religionen ausprobiert. I knew that this was the real God. Habe ich sofort gespürt, das war wirklich Wahrheit und das war wirklich Gottes Reden zu mir. After 33 years, nach 33 Jahren, I finally found the God that I was looking for. Habe ich endlich den Gott gefunden, nach dem ich gesucht habe. So I told God, I said, I challenge you. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich fordere dich heraus. That if you're real, wenn du real bist, you will change my life right here. Dann bitte ich dich jetzt sofort, mein Leben zu verändern. And if you don't change my life, wenn du mein Leben nicht veränderst, I'm gonna kill myself. Dann werde ich mich umbringen. And then he touched me. Und dann hat er mich berührt. And then he touched me. Und dann hat er mich wieder berührt. And then he touched me. Und dann hat er mich wieder berührt. I started crying like a baby. Ich habe geweint wie ein kleines Kind. There was no hurricane, no earthquake. Es war kein Hurrikan und kein Erdbeben. No tsunami. Kein Tsunami. But I knew that God was there. Aber ich wusste, Gott ist hier. And I started crying like a baby. Und ich habe so sehr geweint. And in that moment, und in diesem Moment, I ran out to the beach in Fort Lauderdale. Und da bin ich rausgerannt zum Strand. And I started telling everybody about Jesus. Und ich habe allen Menschen von Jesus erzählt. That I finally found him. Dass ich ihn endlich gefunden habe. That this was the God that I was looking for all my life. Und dass er eben Gottes Sohn ist und dass ich nach ihm mein ganzes Leben gesucht habe. And this was the God that protected me all of my life. Und dieser Gott, Gott Vater, hat mich mein ganzes Leben bewahrt und beschützt. Wonderful. What would you recommend to people who are still searching for the truth? Was würde er Menschen empfehlen, die nach der Wahrheit suchen? I would recommend them to challenge God. Ich würde ihnen sagen, fordert Gott heraus. God always likes a good challenge. Gott gefällt es, wenn man ihn herausfordert. Just say, Jesus, if you're real, touch me. Sag einfach, Jesus Christus, Yeshua Mashiach, wenn du real bist, dann berühre mich. If Milton met you, wenn Milton dich getroffen hat, I want to meet you. Ich möchte dich auch kennenlernen. And he will come through to you. Und er wird zu dir durchkommen. He wants everybody in heaven. Er möchte jeden im Himmel. And that's a promise from heaven. Das ist wirklich ein Versprechen vom Himmel. May I ask you to lead the people in a prayer? Because people don't know how to pray. Dürfte ich ihn bitten, ein Gebet vorzusprechen, dass Menschen das nachsprechen können,
die auch glauben möchten. It's a very simple prayer. Es ist ein sehr einfaches Gebet. Just to say, God, forgive me for my sins. Sagen Sie einfach, Gott, vergib mir meine Sünden. For everything I've done wrong. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. For people I have used, abused and abandoned. Bitte vergib mir, dass ich mich versündigt habe an Menschen, dass ich sie missbraucht habe oder verlassen habe. Jesus, forgive me for that. Jesus Christus, vergib mir auch. And in this moment, und in diesem Moment, I ask you to come into my heart, bitte ich dich jetzt in mein Herz zu kommen. And be the Lord and Savior of my life. Sei du der Herr und Erretter meines Lebens. Show me how real you are. Zeig mir, wie real du bist. Protect me. Beschütze mich. Bless me. Bitte segne Speak mich. To me. Sprich zu Let mir. Me see you in dreams and visions. Dass ich dich auch erfahre in Träume und Visionen. And he will answer your prayers. Und er wird ihr Gebet beantworten. May I ask you for a miracle story where you prayed for someone and the person got healed? We have many, many miracle stories. Wir haben ganz, ganz viele Wundergeschichten. I didn't believe in miracles. Ich glaubte nicht an Wunder. We've seen the blind seeing. Wir haben gesehen, dass Blinde sehen konnten. Cripple walking. Und dass behinderte Menschen wieder gehen konnten. Deaf hearing. Und Menschen, die taub waren, dass die wieder hören konnten. People with cancer totally healed. Und Menschen, die Krebs hatten, sind komplett geheilt worden. But the greatest miracle I've ever saw. Aber das größte Wunder von allem ist. Was in a drug rehabilitation center. Das in einem Drogenrehabilitationszentrum. Where a good friend of mine committed suicide. Wo ein guter Freund von mir sich umgebracht hat. He was in the hospital. Er war im Krankenhaus. And for 45 minutes he was dead. Und er war 45 Minuten tot. And we prayed for 1 hour. Und wir haben eine Stunde lang gebetet. And he came back to life again. Und er ist dann wieder lebendig geworden. I thought I was going crazy. Und dann habe ich gedacht, ich werde verrückt. Because I never thought I would see a dead person rise from the dead. Ich habe gedacht, das würde ich nie erleben, dass jemand, der gestorben ist, wieder lebendig wird. Did he then ask Jesus in his heart? Hat er dann Jesus angenommen? No, he was already a Christian. Aber er war schon Christ. But he had backslidden. Aber er ist abgefallen von he Jesus. Was doing drugs and alcohol. Und er hat Alkohol und Drogen and konsumiert und er ist gestorben. But God restored him. Aber Gott hat ihn geheilt. And to this day he's still serving Jesus. Und bis zum heutigen Tag dient er Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Beautiful report. Yes, wonderful. May I ask a final word about Israel? We are here in Jerusalem. Oh, this is beautiful. This is God's country. Wir sind ja gerade in Israel und ich habe ihn gefragt, was er darüber sagen möchte. Er sagt, das ist Gottes Land. So 8 years ago we found out that we were Jewish. Und vor 8 Jahren haben wir herausgefunden, dass wir jüdisch sind. And for 33 years I've been coming here to Israel. Und schon 33 Jahre lang komme ich immer hierher nach Israel. And we have a passion for this land. Und wir haben ein Herz für dieses Land. We bring food for the people. Wir bringen Essen für die Menschen. We bring clothes. Wir bringen Kleidung. We help the Holocaust survivors. Wir helfen Holocaust-Überlebende. We help the soldiers here. Wir helfen den Soldaten. We help the children. Wir helfen den Kindern. And we help the people on the streets. Und wir helfen den Menschen auf der Straße. We just love this land because we're going to be here forever. Wir lieben dieses Land, denn hier werden wir einmal für immer sein. And the Word of God says in Genesis 12:3. Und das Wort Gottes in Genesis 12, Vers 3 steht. He says, he who blesses Israel, I will bless. Und da drin steht, wer Israel segnet, der ist gesegnet. And he who curses, I will curse. Und der Israel flucht, der wird verflucht so sein. So we want to bless Israel. Wir möchten Israel segnen. And in Psalm 122:6. Und in Psalm 22:6. He gives a powerful word. Gibt er ein kraftvolles Wort. He says, pray for the peace of Jerusalem. Bete für den Frieden Jerusalems. Prosperous shall be them that love thee. Und die sollen Wohlstand haben, die dich lieben.
Jesus loves Jerusalem. Jesus liebt Jerusalem. It's the greatest city in the universe. Die größte Stadt im Universum. Amen. Yes. Amen. Thank you so much. Bless you. What a blessing. Als ich die Reise für Ende letzten Jahres plante, ich war wieder in Jerusalem und da war diese Gebetskonferenz von Tom Hess, da war ich noch am Ende im Ramat Rachel im Hotel und da saß eine Frau und der Herr redete zu mir, geh zu dieser Frau. Dann bin ich dahin und habe mit ihr geredet und habe gefragt, was machst du denn für eine Arbeit, weil ich hatte im Herzen, ich soll ihr Geld geben. Und ich hatte noch meinen letzten Umschlag dabei von einem Dienst aus Österreich. Und sie hat gesagt, was? Ich war die ganze Zeit in der Gebetskonferenz und ich habe für Nepal gebetet und für meine Mädchen und für meine Arbeit, aber ich habe keinen Menschen gebeten, mir irgendwelche Unterstützung zu geben. Ich habe treu für Israel gebetet und für die Kinder, die Mädchen, die mir in Nepal anvertraut sind. Du bist die Erste, die mir was gibt. Und dann habe ich innerlich gehört, besuche sie und lerne die Arbeit kennen. Dann habe ich sie gefragt, was machst du? Sie sagt, wir nehmen Mädchen auf, die als Sexsklavinnen verkauft werden sollen von armen Familien. Wir nehmen diese Mädchen auf, wir geben ihnen die allerbeste Ausbildung, dass sie studieren können und dass sie nachher sich selber versorgen können. Ich sage, das ist aber ganz wertvoll. Werden die auch heil, seelisch heil, sagt sie, ja. Als ich in Nepal gelandet bin, habe ich vom Traum her schon den Flughafen von Nepal gekannt. Das heißt, Gott wollte, dass ich dorthin komme. Neben mir saßen zwei Filmproduzenten, die einen Kinofilm produzierten. Als ich ankam, bin ich leider nicht abgeholt worden. Dann habe ich einen Mann gefragt, ich hatte jetzt kein Handy mehr, ich hatte nur in Indien eine Prepaid-Karte, also wo ich die Gebühr vorher bezahlt habe, aber in Nepal hatte ich kein Handy mehr. Dann hat er gesagt, ja, selbstverständlich kann ich sein Handy nehmen. Ja, die sind unterwegs, die sind im Stau, es kommt jemand. Dann stellt sich heraus, ja, ich bin Fernsehproduzent, sagt er, ich mache jede Woche eine Sendung in Nepal im Fernsehen. Und dann habe ich ihm von Israel erzählt und er war auch interessiert. Und dann half mir noch eine andere Frau, die in großen Kreuzschiffen arbeitete und auch Logistik. Und die hat gesagt, ich passe jetzt auf dich auf. Ah, jetzt sind sie unterwegs mit einem Moped zu dir. Und zwei sind mit dem Moped unterwegs, weil die stehen im Stau. Und dann haben sie mich abgeholt. Ich bin dann gut angekommen bei ihnen und auch das habe ich im Traum vorher gesehen, das Haus. Und da konnte ich der kleinen Alina helfen. Alina ist mit AIDS geboren und leider wollte Papa und Oma wollte das Kind nicht. Die Mutter ist dann gestorben an AIDS und Papa und Oma wollten das Baby nicht und haben es allein gelassen. Und durch die Schreie von dem Baby haben die Nachbarn das gehört und haben das Baby zu Asha Nepal gebracht. Jetzt ist Elina 16 Jahre alt. Die hat mir immer geholfen. Die hat morgen schon gesagt, was möchtest du trinken und essen? Sie hat von Hand für alle Mädchen da die Wäsche gewaschen. Und sie kam zu mir zum Gespräch. Und wir haben schön miteinander geredet. Und sagt sie, ich habe so eine Angst, dass ich allein gelassen werde. Und ich habe solche Angst, und eine ganz tiefe Trauer ist in meinem Herzen. Und dann habe ich gesagt, Jesus Christus, himmlischer Vater, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, heile du das Herz von Elina, heile sie von der Zeit, wo sie als kleines Baby fast verhungert ist. Komm mit deiner Heilung, nimm die tiefe Traurigkeit aus ihrem Herzen raus. Und bitte befreie sie von Ängsten, dass sie einmal allein gelassen wird, so wie sie als Baby allein gelassen wurde. Und Gott hat solche Wunder getan. Jesus hat sie augenblicklich geheilt. Sie hat gesagt, die Trauer ist weg.
Ich habe keine Angst mehr, allein gelassen zu werden. Dort habe ich natürlich auch die Familie von Bimala kennengelernt. Und diese Interview mit Elisa, die sind schon in Berlin ausgestrahlt worden. Wir sind dann über die Berge in eine andere Stadt gefahren, wo der Bruder von Bimala Kinder aufnimmt, deren Eltern im Gefängnis sind, und gibt denen eine gute Ausbildung. Und Gott hat uns bewahrt. Ich war in Lebensgefahr in Nepal. Wir sind über Berge gefahren mit ganz, ganz, ganz tiefen Schluchten, und es war keine Befestigung in der Straße. Ich habe stundenlang gebetet, und Gott hat dann, als wir zurückkamen, ein Mädchen befreit, auch dämonisch befreit von okkulten Belastungen, nachdem ich so lange gebetet habe. Aber Gott hat uns wunderbar bewahrt. Ich habe noch nie solche gefährlichen Reisen erlebt wie in Nepal über die Berge. Wir waren auch in den Tempeln in Nepal, aber ganz viele Menschen in Nepal kommen zum Glauben an Jesus Christus. Die sagen, ja, Buddha ist weise, ist der Weisheitslehrer für Asien, aber Jesus ist die Wahrheit. Und nur Jesus Christus kann uns erlösen. Und nur Jesus Christus kann uns die Vergebung der Schuld geben. Und das ist keine Hoffnung, wenn wir im Nevada enden, im Nichts. Das gibt uns keine Hoffnung. Es lässt uns in eine Verzweiflung. Also der Buddhismus ist nicht die Antwort, es ist eine Weisheitslehre. Aber du sollst dich auflösen in nichts. Und die sagen, in Nepal war ich auch in einer großen Gemeinde in der Nähe der Küste. Sie sagen, Jesus ist die Wahrheit. Der hat uns befreit. Der hat uns die Schuld vergeben. Und der schenkt uns ewiges Leben. Wir ehren Buddha, aber er kann uns nicht erlösen. Er hat uns wertvolle Dinge mitgeteilt fürs Leben. Ja, aber Jesus Christus ist die Wahrheit. Ich möchte Ihnen zum Schluss ein Gebet anbieten. Wenn Sie auch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind, darf ich das nun folgende Gebet Ihnen vorsprechen. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, ich bin auch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich bitte dich, vergib du mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, komm in mein Herz, vergib mir. Und himmlischer Vater, ich bitte dich, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und schenke mir das ewige Leben. Ich will dir gehören, von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen. Auf Wiedersehen, bis zu unserer nächsten Sendung. Buch Engel unterwegs, Soli Deo, Gloria Baruch Hashem von Gertraud Meyer können Sie ab sofort in der Erstauflage bestellen. War Nikolaus ein Engel oder war er nur ein extrem gut aussehender, hilfsbereiter Mann, der mir, einer alleinstehenden Frau, in einer Notlage beistand und dann ganz plötzlich verschwand, sich sozusagen in Luft auflöste? Die Autorin erlebt ein Wunder nach dem anderen, eine faszinierende Lebensgeschichte. Bestellen Sie das Buch jetzt per Vorkasse zum Einführungspreis von 13,80 Euro plus 2 Euro Versand bei Joy Music Video Blumenthalstraße 18 in 10783 Berlin. Nach Eingang Ihrer Zahlung auf dem Konto 280-799-708 mit der Bankleitzahl 600-170 senden wir Ihnen das Buch zu. Wenn Sie 10 oder mehr Bücher kaufen wollen, zahlen Sie nur 9,80 Euro pro Stück. Das Buch ist auch ideal als Geschenk. Greifen Sie jetzt zu!